Hallöchen, Hallöchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Und wie ich in meiner Story schon erwähnt hatte, in meiner... Wo ist meine Gießkanne? Ich habe keine Gießkanne mehr. Hä? Meine Gießkanne ist verschwunden. Okay. Wie ich in meiner Story schon erwähnt hatte, jetzt müssen wir das Mikrofon mal kurz ein bisschen umplatzieren. Ist es ja so, dass ich heute einen Ungeschminkt-Tag mache, auch hier in der Folge. Das heißt, ihr könnt mich jetzt ganz genau beobachten. Ich bin ungeschminkt. Ich habe mich gewagt, getraut, wie auch immer, heute für euch ungeschminkt an den Tag zu gehen. Da gehört eigentlich ein Fenster hin. Sieht echt kacke aus. Straußfarnrisotto. Habe ich gelernt. Irgendwie ist meine Gießkanne verschwunden. Und habe die Pflanzen für dich gegossen. Oh, danke schön. Du bist der Beste, Alex. Bin ich wirklich stolz. Du hast großartige Arbeit geleistet. So, hier. Bitteschön. Vielen Dank für deine Hilfe, dass du mich so unterstützt. Ich weiß auch schon wieder gar nicht mehr, das ist so lange her, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich weiß noch, es war eine Feststellung da, dass wir echt gar nicht mehr so lange dieses Let's Play machen werden. Was mich irgendwie ein bisschen traurig stimmt. Andererseits aber auch nicht, weil das Teil läuft jetzt schon seit über einem Jahr. Es ist heftig. Ich glaube, das ist das längste Let's Play, das ich jemals gemacht habe hier auf dem Channel. Und ich muss auch endlich mal fertig werden damit. Es muss zum Ende kommen. Und da müssen wir uns was Neues überlegen. Ich glaube, wir machen... Ich weiß noch nicht, mit was weiter. Vielleicht mit Pokémon. Vielleicht mit Need for Speed. Vielleicht mit einem ganz anderen Game. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es noch feststellen. Bisher habe ich auch noch nicht wirklich was geplant. Irgendwann kommt ja Resident Evil 7 auch. Schmarrn, was laber ich? Wie komme ich auf Resident Evil? Auf Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, natürlich. Final Fantasy 7 kommt raus. Und das wird definitiv gezockt. Entweder im Stream, wovon ich momentan ausgehe, weil ich eigentlich nur noch streame in letzter Zeit. Oder hier auf dem Channel oder beides. Ich weiß es noch nicht. Ich kann mich noch nicht so entscheiden. Der wird wegverkauft hier. Weg damit. Milchhandel weg, das Hand. Oh, eigentlich wollte ich ja was anderes verkaufen. Egal. Das kommt weg, das kommt weg. Das ist weg, weg, weg. Die Algensuppe, die macht sich gut hier. Und mir fällt gerade ein, wir können bald unser Haus vergrößern. Vielleicht gehen wir da als erstes hin, dass wir das einfach gleich... Ach ja, stimmt. Die muss ich ja nicht mehr. Ich muss sie ja nicht mehr melken. Oh, ich habe das schon wieder vergessen. Das ist so eine Erleichterung. Es ist so angenehm, wenn man einfach nichts mehr tun muss. Es ist so schön. Da macht das Landleben doch noch viel mehr Spaß. Was habe ich eigentlich hier? Was habe ich eigentlich an? Chattel-T-Shirt. Na gut. Das habe ich mir, glaube ich, gekauft, oder? Weil letztes Mal war erst Halloween. Es war Halloween, verdammt. Letztes Mal, obwohl hier jetzt eigentlich schon Weihnachten vorbei ist. Boah, ich bin so spät dran mit allem. Aber jetzt habe ich ja Urlaub. Das heißt, die Regelmäßigkeit der Folgen ist wieder am Start. Und damit fangen wir heute nämlich auch gleich an. Und deswegen kommt auch heute schon die nächste Stardew Valley-Folge. Stardew Valley immer montags. Twilight Princess eigentlich immer mittwochs. Ich muss aber gucken, ob ich das schaffe. Weil ja jetzt dann Silvester ist. Es ist morgen schon Silvester. Es ist so unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Gestern, gefühlt gestern war Weihnachten und heute ist schon fast Silvester. Es ist immer heftig, wie schnell die Zeit vergeht. Eigentlich gefühlt gestern war der 1. Dezember.
Jetzt ist schon die erste Woche meines Urlaubs vorbei. Traurig, aber wahr. Es ist so krass, in meinem Stream gähne ich nie. Nie gähne ich da. Aber hier schon. Ich verstehe es nicht. Das ist ein Phänomen. Ach so, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen im Wald. Das ist ein Phänomen, das wird sich mir nie erschließen irgendwie. Was ich hier immer gähnen muss. Weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall wird es sehr nice werden. Wir werden jetzt dann auch mal gucken. Ich werde im Voraus jetzt dann Stardew Valley aufnehmen. Wieder. Und jetzt kommen dann auch gleich wieder meine Livestreams von Pokémon. Die zwei, die ich jetzt die letzte Woche gemacht habe, damit das auch wieder aktuell ist. Auf YouTube natürlich. Und dann werde ich ein bisschen Need for Speed zocken, weil das wollen wir ja auch mal weiterspielen. Bin ich seit Ewigkeiten dran. Beziehungsweise habe einfach zwischenzeitlich einfach eine Pause gemacht. Weil Pokémon dazwischen kam. Und Pokémon ist so viel leichter zu streamen als meine PlayStation-Spiele, weil ich die PlayStation immer umbauen müsste. Ich muss das jetzt dann echt mal so platzieren, dass ich die PlayStation von allen Seiten anstecken kann. Sowohl von meinem PC aus, als auch von meinem Fernseher aus. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich es mache, aber dafür muss ich erstmal was umräumen und da habe ich momentan keinen Bock drauf. Ich bin zurzeit so krass unmotiviert. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist nicht schön. Es ist absolut nicht schön. Und ich hoffe, es ist bald wieder vorbei. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwo Rhabarber? Haben wir hier? Nein. Hier? Nein. Na gut, dann kommen hier. Nein. Hier vielleicht. Da. Ach ja, 5 Goldbahnen habe ich. Dann können wir ja die Stahlspitzhacke jetzt zu einer goldenen machen. Hat der noch offen? Und bald? In 3 Tagen können wir unser Haus erweitern. Ist das nicht nice? Stadt. Hoffentlich hat er heute offen. Gott sei Dank. Gut, dass bei denen dann Sonntag ein normaler Tag ist. So, jetzt haben wir wieder einen weiteren Weg geschafft. Oder einen weiteren Schritt gewagt in Richtung 100. Ebene. Geiler Scheiß. Es wird. Das ist so cool, dass da echt die Mülltonne hochgeht. Hä? Ich wollte gerade schon sagen. Oh, yeah. Hä, was ist denn das? Ich wusste gar nicht, dass ich das gefunden habe. Was bist du? Uralte Samen. Könnten die immer noch wachsen? Krass, ich habe ein Rezept gelernt für uralte Samen. Ja. Wo sind die denn? Ah, da. Uralte Samen. Historisches Saatgut. Krass. Könnten die immer noch wachsen? Ich weiß nicht, wo wir die platzieren, aber ich würde sie jetzt tatsächlich mal. Ich wusste gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich die gefunden habe. Trockene alte Saat irgendeiner altertümlichen Pflanze. Sie scheint schon lange vertrocknet. Eintritt zur Hexenhütte. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme, aber das ist ja auch noch was. Ah, wir haben so viel zu tun. Nein. Ich glaube, Anfang 3. Jahr wird nix mit dem Ende. Spätestens, wenn wir ein Kind haben, ist das Let's Play zu Ende. Das habe ich jetzt hiermit beschlossen. Ich muss die uralte Saat irgendwie anpflanzen. Ich glaube, ich packe die jetzt einfach mal in mein Gewächshaus, weil da kann nichts schief gehen. Oh. Sorry. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Ich habe nichts getan. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier wieder was Neues kaufen können.
Warum ist eigentlich hier so ein Rahmen schon wieder? Ich hab's gewusst. Die Auflösung stimmt nicht. Ich weiß nicht, was er da für ein Problem hat. Hallo. Manchmal ist das Spiel so buggy. Jetzt kann ich... So. Jetzt mal auf Vollbild. Jetzt kann ich es auswählen. 1920 mal 1080. Wie wär's denn damit, Kollege? Aha. Ihr seht das auch, oder? Das ist so geil. Kleiner Moment. Ach shit, kann ich jetzt nicht machen. Manchmal ist es so umständlich mit dem Teil hier. Aha. Jetzt ist es da. Das ist gut, damit komme ich klar. So lassen wir es. So, was haben wir hier denn? Melkkübel, das brauchen wir alles nicht mehr. Deine Tiere ein funktioniert bei Kühen, Schafen und Ziegen. Aber bei... Warum gibt es sowas nicht für Hühner? Ich verstehe es nicht. Das könnte man doch genauso für Hühner machen. Das ist doch voll der Mist. Jetzt gehen wir mal zum Zauberer und schauen wir, ob er uns irgendwas sagen kann über die Hexe. Schließlich ist es ja seine Ex-Frau, die sich zur bitterbösen Hexe verwandelt hat, weil er einen Fehler begangen hat. Welchen auch immer. Ich glaube, das hat er uns nicht mitgeteilt. Manchmal beobachte ich. Und toll. Toll. Kannst du mir nicht mal einen Hinweis geben für deine Olle? Was ist denn das eigentlich? Kann ich da was drauflegen? Nee. Könnte ich theoretisch zaubern. Ja, wo gehen die jetzt hin? Naja, zur Hexe gehen wir mal anders. Wir haben jetzt noch andere Sachen vor. Wir können jetzt gar nicht in die Mine gehen, fällt mir gerade ein. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber die uralte Saat, die müssen wir auf jeden Fall noch aussäen heute. Und ich niese. Boah, ich glaube, ich werde krank. Wie findet ihr übrigens mein Licht? Es ist besser und billiger gewesen als das andere. Ja gut, das andere ist eigentlich nur für Fotos, muss ich dazu sagen. Aber ich bin echt froh, dass ich das hier habe. Und ich habe da in Insta jemanden gefragt, bei dem ich es gesehen habe. Der hat mir das dann gleich empfohlen. Das hat 23 Euro gekostet. Wenn es jemanden interessiert, einfach Bescheid geben, dann schaue ich mal nach, ob ich euch den Link irgendwie hier drunter packen kann. Ich muss unbedingt noch diese 5 Lauch beim Bürgermeister. Frische Trüffelöl. Oh nein. Das habe ich doch gemacht, oder? Habe ich das verkauft? Oh, ich bin so ein Honk. Aber ich habe keinen Lauch. Lauch ist Frühling, glaube ich, oder Sommersaat. Nee. Nein. Dreifacher Espresso 5000. Ist ja überhaupt nicht teuer oder so. Da ist nichts drin. Pierre hat heute geschlossen. Sehr gut. Habe ich gut gemacht. Ja, irgendwann. Aha. Na dann, aber du bist doch jetzt Busfahrer. Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast, Madame. Mann, 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 Mann. Ich frage mich immer noch, wo meine Gießkanne hin ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Meine Gießkanne ist einfach verschwunden. Ich hoffe, ich habe sie nicht weggeschmissen. Das wäre nämlich nicht so nice. Irgendwo ist die. Hundertprozentig. Da ist sie doch. Hab's doch gewusst.
Apropos, wir müssen ja noch unsere tierischen Erzeugnisse holen. Dinosaurier-Mayonnaise. Die sieht irgendwie nicht so appetitlich aus, habe ich das Gefühl. Aber gut. Dann haben wir wieder die normale Mayonnaise rein. Habe ich schon erwähnt, dass ich voll Bock, dass ich jetzt wieder richtig Bock habe auf Tomate Mozzarella. Ich weiß nicht warum. Ich habe das früher gehasst. Meine Mama hat es geliebt. Und ich habe es gehasst. Ich fand es so eklig. Es gab für mich nichts Ekligeres. Und das sage ich euch so, wie es ist. Es gab für mich nichts Ekligeres als Mozzarella. Ich habe es nie verstanden, weil ich fand, dass der immer nach nichts schmeckt. Und letztes Mal zum ersten Mal Tomate Mozzarella gegessen. Und es war also zum ersten Mal seit Ewigkeiten bei meiner Oma. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag waren wir nämlich da. Und ich fand es so geil, dass ich einfach am nächsten Tag direkt zum Rewe marschiert bin bei uns und mir da dann ordentlich eine Mozzarella gekauft habe. Einen Mozzarella-Käse. Und was soll ich sagen? Es war geil. Es hat richtig gut geschmeckt. Vor allem ich, wo Tomaten eigentlich gar nicht mehr mag. Für mich ist es super, weil so esse ich jetzt wieder Tomaten. Und ich versuche mir immer das Gemüse so ein bisschen reinzuzwängen, weil ich einfach nicht so der Gemüsemensch bin. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich habe es jetzt hier direkt in der Mitte platziert. Das sollte genügend Platz sein. Sternfrucht. Geil. Es ist wieder so eine, wo ich wieder mehr Leben bekomme, wenn ich sie verputze. Wir werden es testen. Nein. Nein, ist es nicht. Einfach umsonst verdrückt. Aber okay. Ist ja auch nicht schlimm. Ich verwechsel die zwei immer. Oh je, yeah. Wir kriegen wieder einen Diamanten. Gehen jetzt gleich mal schlafen und ziehen den zweiten Tag durch. Wir sind kurz vorm Finter. Das ist doch Finter vor allem. Kurz vorm Finter. Alter, 11.000. Ich bin so ein Killer. Ich bin so eine Maschine. Wir sind im Winter. Hä? Seit wann hat der Herbst nur 28 Tage? Hä? Das ist schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das können wir jetzt nutzen, um unsere Farm umzudingseln. Geil. Endlich, nach so langer Zeit, können wir es tun. Können wir es wagen. Weiß nur noch nicht, wie ich es mir vorstelle. Voll geil irgendwie. Voll geil. Jetzt nicht hier weg. Jetzt werden wir erweitern vielleicht. Oder auch nicht. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Brunnen? Ne, ist eine Saisonpflanze. Okay. Ja. Schauen wir mal, was wollen wir denn hier machen? Hartholzzaun? Niemals. Werde ich das wagen? Wir können eigentlich mal. Oh, Stein. Schotterpfad. Haben wir hier noch irgendwas? Schauen wir mal, wie der Pflastersteinweg aussieht, wenn man ihn platziert. Ob sich das lohnt. Ich weiß ja nicht. Mir gefällt das Holz irgendwie besser. Ich bin so ein rustikaler Mensch. Aber auf Holz bezogen. Ist gerade wieder eingefallen, dass es auch Steinrustikal gibt, aber egal.
So, dann können wir hier so einen Zaun hinbauen und zwar ab hier, damit es wirklich eine Einheit ist, oder ab hier. Holzzaun muss ich zwar immer erneuern, aber egal. Sieht schön aus. Yay. Das Silo ist einfach so gut platziert hier. Nicht. Nur nicht Hartholz nehmen. Ich, wenn Hartholz nehme, ich hasse mich selbst. Da muss ich her. Tschup, tschup. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen, oder? So ein bisschen dunkel das Holz, aber das macht ja nichts. Hauptsache, es sieht schön aus. So, dann brauche ich noch 2, 3 Tore. Wollte ich nicht. Jetzt hat. So. Das Tor sieht kacke aus. Das mache ich weg. Ich brauche kein Tor. Kein Mensch braucht Tor. Tore, ich lasse das so. Sieht viel schöner aus. So, und jetzt platzieren wir die. Und dann brauche ich noch, das habe ich auch noch, Holzpfaden. Obwohl, hier könnte man. Wie schaut ein Schotterpfad aus? Das müssen wir mal probieren. Ob ich das schön finde? Hm. Ja doch, das ist, hat eigentlich was. Wie viel macht der? 8 Felder um sich herum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das ist echt eins zu kurz. Kacke. Schlecht. 1, 2. Es ist echt 1 zu kurz. Oh, jeder. Ich bin fast gestorben jetzt innerlich. Einmal kurz tief durchatmen. Huh, ich krieg Gänsehaut. Scheiße, Mann, da hat einer einen Böller in irgendeine Tonne reingeschmissen oder so. Verdammt. Ich bin fast gestorben. Das war jetzt echt nicht schön. Das war nicht so toll. Fällt gerade ein, wir brauchen nicht nur eins mehr, sondern 2 tatsächlich. Das wird wieder ultra eng jetzt hier. Egal. Dann machen wir hier vielleicht ein... Damit man hier noch durchgehen kann. Finde ich zwar nicht so nice, aber okay. Hier geht dann der... Nein, ich hab's verkackt. Hier geht dann der Weg durch. Oder? Jetzt warte mal. Jetzt habe ich mich schon wieder verzählt, oder? Ich bin so doof manchmal. Manchmal bin ich so doof. Hier will ich's hin haben. Ich hab's schon wieder verkackt. Wir brauchen eins mehr. Jetzt wird es aber extrem eng hier. Schon wieder absolute Katastrophe hier.
Eigentlich hätten wir es ganz anders machen können. Gehst du jetzt mal? So. Naja, gut, aber wir wollen ja, dass das gerade ist. Dass es einheitlich aussieht. Es bleibt uns nichts anderes übrig als... Weiß nicht, ob mir das gefällt. Dass das jetzt wieder so riesig ist. Ja, okay, es geht schon. Genau. Und dann... So, und dann kommt der hier noch weg. Kommt hier hin. So wird es durchgezogen. Achso, das brauche ich eigentlich jetzt noch gar nicht. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau hier. Und hier. Und hier. Dann ist nur die Frage, wo packen wir unsere Vogelscheuchen hin? Wenn wir hier überall Wege haben. Jetzt kommt er nicht mehr an sein Hütchen hin. Oh nein. Das kann ich ihm nicht antun. Ich muss hier einen Weg freischaffen für den Bauzi. Mir gefällt es nicht. Kommt der da jetzt echt nicht durch? Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Darf ich mal? Natürlich kommst du da durch. Stell dich nicht so an, Hund. Mann, 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 Mann. Der wollte schon wieder hier eine Extrawurst haben. Gibt's nicht. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Aber... Das finden wir dann schon raus. Die wollen jetzt eh nicht mehr raus. Das heißt, ich kann hier die Bude zumachen. Denn ist nämlich zu kalt. Wie der Hase halt immer macht. Das ist so lustig. Wahnsinn, jetzt ist schon wieder Winter. Die Zeit vergeht so schnell. Nein. Nein. Lass dich streicheln, Tier. Du dich auch, Schwein. Ah, toll. Ich wäre ja dafür, dass ich ein größeres Inventar brauche. Das kann ich denn hier wegschmeißen? Eigentlich die Verwelkten. Sich zersetzendes organisches Material, es ist schleimig und unangenehm. Warum schmeiße ich es da nicht weg? Lass das schleimige, unangenehme jetzt hier mal drin. Ich würde gerne die Gebäude hier mal anders platzieren, so nebeneinander, irgendwo da, wo es am wenigsten störend ist. Mich nerven die schon irgendwie gewaltig. Weg, 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 weg. So, auf. Wir müssen wieder Hartholz sammeln. Und dann sind wir schon bei 100, 130. Dann nur noch 2 Tage und dann haben wir es. Also in der nächsten Folge können wir uns das größte Haus leisten. Geil, oder?
Voll geil. Ich freue mich riesig drauf. Wie lange braucht jetzt der Olle, bis dass er fertig ist der Schmied, bis dass er fertig ist? Ich glaube 2 Tage, oder? Für die Gold Spitzhacke könnte ich ihm 2 Tage gönnen. Das war's aber dann noch. Mehr als 2 Tage kriegt er nicht. Schau, wie der. Oh, ich mache Schneefspuren. Cool. Au, 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 au. So nicht, mein Freund. Oh. Ich will nicht sterben. Apropos, uns fehlt noch irgend so eine. Das fehlt uns. Das ist eine Morchel. Warum habe ich die noch nie gefunden? Iridiumbahn haben wir auch noch keinen. Das ist so schlimm. Irgendwas, glaube ich, fehlt uns noch. Was ist das eigentlich? Wir werden es wohl nie erfahren. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Ich will endlich das große Haus haben. 126. Diesmal wieder nicht so viel verloren wie sonst. Normalerweise kriege ich immer 10. Schlecht, schlecht. Oh, es ist schon 20:30 Uhr, hä? Wo ist denn die Zeit hin? Und das nur, weil ich ein paar Dinger platziert habe. Weil ich ein bisschen umgebaut habe. Zeit vergeht so schnell. Aber wichtig ist, dass wir weiterkommen. Und wie gesagt, morgen, also am Montag in der nächsten Folge, können wir unsere Erweiterung holen? Juhu! Das wird so cool. Ich freue mich riesig. Ich freue mich so sehr. Ich sage das so oft. Ich weiß, aber ich freue mich wirklich total drauf. Das wird so cool. Wird so cool. Was war denn das jetzt? Auf einmal bin ich hängen geblieben. Wir machen das anders. Das gefällt mir so nicht. Schau, jetzt habe ich einen Kreis. Geil. Ich will, dass es gerade ist. So. Das kriege ich nicht weg, nee. Das war mir schon klar. Ich wollte es nur testen. Wie schaut es mit dem Fernseher aus? Leben vom Land. Kinderzimmer, bevor ihr Kinder haben könnt. Ein Baby braucht eine Krippe. Hätte das gedacht. Warum haben sie das wohl angesprochen? Ey. Wir haben echt noch 4 mögliche Herzen, die wir sammeln können. Das ist krass. Wir sollten uns vielleicht mal wieder anstrengen. Na gut. Es war der erste Tag im Winter und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.